Für euch habe ich heute einen Tag. Ich mache sonst nie Tags, aber ich wurde getaggt von der lieben Ebru und ja, ich möchte das natürlich wahrnehmen. Wenn ich schon mal alle 100 Jahre getaggt werde, dann nehme ich es wahr. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Tag und ja. Also, der Tag heißt, das geht gar nicht. So, und was geht gar nicht? Punkt Nummer 1 beim Essen. Ich hasse es, wenn Leute zu laut kauen beim Essen. Da kriege ich die Krise, da kriege ich echt einen Rappel, wenn du richtig so hörst, wie die so... Auch außerdem mag ich kein After Eight. Schokolade mit Minze. Und Schokolade mit Joghurt oder mit Früchten drin. Ja, so Joghurtter oder so. Oh nee, das geht gar nicht. Und Kapern. Kapern gehen auch überhaupt nicht. Klamotten. Was geht gar nicht bei Klamotten? Diese nachgemachten... diese nachgemachten Billig-Ugg-Boots, die einfach ihre Form verlieren, so nach, wenn man die dreimal angezogen hat und dann die Füße so, wisst ihr, was ich meine, so nach innen oder nach außen oder wohin auch immer. Ja, die verlieren ihre Form und man läuft nicht mehr richtig drin. Die sind ja eigentlich dazu gedacht, die Füße schön warm zu halten, ja, durch den Schnee zu stapfen. Aber diese Billigdinger, mit denen kann man bestimmt alles machen. Aber bestimmt nicht durch den Schnee stapfen. Weil Schnee ist, was genau, Wasser. Und diese nachgemachten 10-Euro-Boots sind wie Schwämme. Ja, also die saugen so richtig schön die Feuchtigkeit ein und du hast arschnasse Füße. Also, das geht gar nicht. Punkt Nummer 3, was geht gar nicht bei Musik? Ich hasse... Ich kriege da echt Aggressionen. Und ganz besonders, wenn es so laut ist. Du kannst mir alles vorspielen. Du kannst mir Volksmusik vorspielen. Du kannst mir, was weiß ich, Heavy Metal vorspielen. Du kannst mir arabische, türkische, indische Weisen vorspielen. Kein Problem. Aber wehe ein... Flipp ich aus, ehrlich. Da muss ich rausgehen. Das macht mich wütend. Ich kriege davon, ohne Scheiß, ich kriege davon Kopfschmerzen. Wenn mein Mann ist... Ja, leider ein großer der muss leider Kopfhörer tragen. Genau. Nummer 4, Duft. Gibt es einen ganz speziellen Duft, über den ich immer leicht schmunzeln muss? Und zwar im Supermarkt. Und zwar dort, wo der Duft der Käsetheke den Duft der Fischtheke trifft und sie sich vereinen in einen Duft, der unbeschreiblich ist und nach Liebe riecht. Und du denkst, wow, hier riecht's wie in der Unterhose von jemandem, der sich verdammt lange nicht mehr um seine Hygiene gekümmert hat. Sagen wir es mal so. 5 Jahreszeiten. Also ich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich weiß, viele sind so, oh, ich liebe voll den Sommer und oh, scheiß Winter. Und ganz ehrlich, ich liebe den Winter. Ich friere lieber, als dass ich schwitze. Schwitzen ist eklig. Ich hasse es, wenn es zu heiß ist. Winter ist kuschelig. Man zieht mehr an. Es ist gemütlich. Ja, man fläzt sich schön irgendwo hin mit einem Kakaochen. Draußen regnet und stürmt es. Und man denkt, haha, ich muss nicht raus. Voll doll. Na gut, was natürlich nicht so schön ist, wenn man dann raus muss. Und das Wetter ist nicht so geil. Und was Autofahren hasse ich auch extrem im Winter. Gut. Ganz ehrlich, es gibt an jeder Jahreszeit irgendwas, was ich total ätzend finde. Und das geht gar nicht bei Süßigkeiten. Habe ich schon gesagt. Was geht gar nicht an YouTube? Also, was mich extrem nervt, ist, dass YouTube so ungefähr gefühlte alle 2 Stunden irgendein System-Update macht. Irgendwas verändert, verumstellt, neu macht, hinzufügt oder wegnimmt und letztendlich irgendwas überhaupt nicht mehr funktioniert. Also zum Beispiel aktuell sind es ja die Abo-Boxen, dass neue Videos nicht angezeigt werden. Warum auch, ne? Warum sollte man auch aktuelle Videos von uns sehen? Das geht gar nicht bei McDonald's. So essenstechnisch kann ich das... Was weiß ich, McDonald's ist halt so McDonald's, ne? Vielleicht... Sollten sie mehr vegetarische Sachen anbieten? Also, die haben zu wenig vegetarische Burger. 9. Was mag ich nicht an Personen? Was geht gar nicht bei Personen? Allgemein. Es gibt endlos
viele Sachen, die ich allgemein an Menschen nicht mag. Eigentlich, wenn ich jetzt anfange, dann höre ich nie wieder auf zu reden. Es gibt so viele Sachen, die ich total scheiße finde an Menschen. Eigentlich sind Menschen generell ziemlich scheiße. Es gibt nur verdammt wenig Menschen, die nicht scheiße sind. Oder da auch endlose Liste: Boris Becker, Oliver Pocher, dieses respektlose Rumgelaber von diesem blöden Boris Becker über seine ganzen Ex-Frauen und Mutter seiner Kinder, zum Beispiel Barbara Becker. Das geht sowas von gar nicht. Ja, übelster Scheißdreck einfach nur. Richtig übler Scheißdreck. Das geht gar nicht bei Haaren. Boah, ganz fies finde ich auch Frauen, die Haare, ja, lange Haare haben, aber die bis hier eigentlich nur noch Flusen sind und total mega kaputt. Und du denkst die ganze Zeit nur, ey, schneid die ab. Schneid die ab. Also Mädels, die es nicht ertragen können und auf Biegen und Brechen lange Haare haben wollen, aber einfach nur noch fusselige, kaputte Haare haben. Und geht gar nicht. Partys. Was geht gar nicht bei Partys? Oh. Ich bin Mutter. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich gehe auf keine Partys. Ja, das geht gar nicht. Was geht gar nicht beim Autofahren? Ich hasse es, wenn ich jemanden auf der linken Spur überholen will, der Spasti neben mir, aber dann extra schnell wird. Ich habe zwei kleine Kinder hinten drin und hinter mir kommt schon der nächste Spacko, der so dicht aufdringt, dass ich schon seine Augenfarbe im Rückspiegel erkennen kann, weil er so nah anfährt und dann noch Lichthupe gibt. Da krieg ich echt die Oberkrise. Und was geht gar nicht bei Eltern? Was überhaupt nicht geht, wie gesagt, ich bin ja selber Mutter, ne? Wo ich echt einen Kackreiz kriege, wenn Leute rauchen. Ja, Eltern, die rauchen, es ist ja generell nichts Schlimmes zu rauchen. Aber bitte nicht, wenn du schwanger bist. Bitte nicht, wenn dein Kind neben dir steht. Bitte nicht, wenn du deinen Kinderwagen schiebst. Bitte nicht auf dem Spielplatz und flipp die Kippen noch so in den Sand am besten. Bitte nicht im Auto mit geschlossenem Fenster, wenn dein Säugling hinten drin sitzt. Also, Leute, packt euch mal an den Kopf, ehrlich. Instagram. Ich schwöre dir, dass 80% der ganzen Instagram-Opfer nur noch kalt essen, weil sie eine halbe Stunde brauchen, bis sie ihr Essen richtig dekoriert haben, bis sie ja den Teller richtig ausgeleuchtet haben, den richtigen Winkel gefunden haben, mit Blitz, ohne Blitz, mit Filter, na, noch 5 Filter drauf. Nichts gegen einen toll drapierten Kuchen oder einen wunderbar dekorierten Teller oder was Ausgefallenes. Gerne, aber doch nicht jeden verfluchten Starbucks-Becher. Ich schwöre dir, ich habe Starbucks-Becher schon in allen Varianten, Posen, Winkeln und Filtern gesehen. Hört auf, eure Starbucks-Becher zu fotografieren. Danke. Tut mir leid, wenn ich in diesem Video ein wenig viel geflucht habe. Ich bin immer ein sehr temperamentvoller Mensch, ja. Was raus muss, muss raus. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß im Programm hier auf dem Kanal. Und gehabt euch wohl. Bis dann. Da mische ich mir wieder zwei Farben zusammen und konturiere, also schattiere das Gesicht. Also alles, was zurücktreten soll, Wangenknochen, Nase, Stirnpartie, das wird dann eben schattiert mit einer etwas dunkleren Farbe.